Ich grüße euch in diese morgens. Draußen ist noch dunkel und ich wollte für euch eine kurze Video aufnehmen. Ich habe für mich entschieden, dass ich während der Woche die kurze Video für mich aufnehme und dann ist von mehreren Teilen zusammen für euch stelle. Das ist für mich wird leichter. Probiere ich einfach. Ich wollte mich bedanken für alle, die meinen Kanal abonniert haben. Dankeschön an den allen, die mir Kommentare geschrieben haben. Dankeschön, ich lese alle Kommentare und stelle ich den Herzchen dazu. Letzte Video, ich war ein bisschen müde, weil ich habe am Abend das aufgenommen und ich habe ganz vergessen, euch bedanken für den herzlichen Kommentaren und Glückwünsche an meine September-Folge. Gratulierung für Geburtstag. Ist das? Genau. Dankeschön dafür. Was wollte ich jetzt sagen? Meine Socken sind fertig. Ich habe letztens euch gesagt, dass ich versuche, fast die gleiche Socken zu stricken. Aber habe ich versucht, ehrlich, habe ich ein bisschen so viel von der Knolle weggenommen und habe ich versucht, hier von Anfang den zweiten Socke auf den gleichen Farbe anzufangen. Und von den Spitze bis zum Ferse ist gleich und dann fängt schon an. Hier, wann ich die Ferse angefangen zu stricken, ich erinnere mich nicht, dass es da der erste Socke war. Und hier ist die Ferse von dunkelbraun bis zum helleren. Und hier ist schon andere Musterstreifen gegangen und die Ferse ist bei mir schwarz und dunkelbraun. Deswegen, die sind schon von den Fersen weiter anderes geworden. Ja. Aber fast gleich. Wenn ich jetzt sehe, die sind eigentlich gleich. Ferse. Und dann. Hier ist anders. Und danach. Kommt eigentlich gleich. Und bei Abketten auf Nummer 2 Socke habe ich mit dem weißen Faden abgekettet und hier war noch braun. Okay. Fäden noch nicht so genäht. Wir haben die schon einmal probiert, setzen die perfekt bis zum Knie und die rutschen nicht nach unten. Das ist, was ich eigentlich wollte machen, dass
die Socken rutschen nicht. Aber er hat noch nicht mit denen gekrabbelt. Ja, ich habe nur angezogen. Das war's. So, das ist da Nummer 1 fertig. Nummer 2 ist auch fertig. Ja. Letztes Mal habe ich gesagt, dass ich wollte achtfarbigen Wolle ausstricken und ich habe nur eine Knolle und wollte nicht mehr einkaufen, weil das ist wirklich dick für mich. Und ich wollte einfach, wie viel ich Wolle habe, die Socken stricken und das war's. Und tada, das ist da zwei fertige, so kurze Socken. Aber ich habe null Wolle bei mir lassen. Und bei der Ferse, ich habe schon verstanden, das ist nicht genug Wolle wert, weiter zu stricken. Und gut, dass ich hier offene Masche gelassen habe und habe ich eine Reihe nach dem anderen gelöst und hier gestrickt. Quasi eine Reihe gelöst, weiter hier gestrickt und wieder eine Reihe gelöst und weiter hier gestrickt. Den Socke Nummer 2 habe ich einfach ohne Muster gestrickt. Habe ich gemessen von den Anfang der Ferse, wie viel ungefähr hoch muss ich stricken, bis ich gleiche Socke bekomme, wie viel ist das die Wolle reicht. Und ich war schon hier und ich dachte, wenn ich diese Socke einfach glatt rechts stricke, dann musste ich den erste Socke bis zum Anfang der Muster auch lösen und auch glatt rechts stricken. Und danach dachte ich, wenn ich hier ganze Muster löse, das war ganze Arbeit umsonst, dass ich eine Reihe nach dem anderen gelöst. Weil den Muster nimmt zu sich viel Wolle, das sieht man. Ja, das ist diese Zöpfe, das ist klar, dass die. Und wenn ich einfach, sagen wir, in diese Socke 9 cm stricke und ich werde denken, okay, hier ist auch 9 cm, aber der Sinn war dafür, dass ich keine Reste haben wollte, obwohl das wurde keine Reste, ja, dass die werden in glatt rechts höher als die. Und deswegen habe ich gedacht, wenn ich sowas immer anpasse, an der Socke Nummer 1, dann zweite Socke, wie hoch soll sie sein? Dann bleibt diese Muster. Oder das ist keine Muster schon, ja. Ich habe letztes Mal gezeigt, eine Rapport und das ist da fast nichts geblieben von diesem Muster. Das ist da nur 4 Reihen. Das ist nur quasi Anfang. Und deswegen ist ein Paar geworden. Das ist auch, gibt es gewissen etwas,
das eine mit was und mit Mustern und andere ohne. Meine Haussocken sind und wenn wir irgendwo hinfahren, dann konnte ich die immer mitnehmen, stattdessen Hausschuhe. Und da werden meine Füße immer in Wärme. Das ist Nummer zwei. Und meine Hose sind fertig und ich probiere jetzt zu erzählen. Das ist eine Menge zu erzählen. Ich versuche das alles zusammenzupacken. Habe ich, sage ich, die Erfahrung gesammelt. Eine Sekunde muss ich vorbereiten. Das ist da meine Notiz. Und wo sind meine Hose? Die muss ich noch suchen. Der Star der Folge, meine Hose. Ich blende euch ein, wie ist das quasi die geworden, weil hier ist eigentlich schwer zu zeigen. Das wurde drei Knollen gebraucht. Und Anfang den vierten, drei volle Knollen und Anfang den vierten und von den vierten fast ganze Knolle geblieben, habt ihr gesehen, dass es noch was geworden, ja, und das wahrscheinlich wird reichen noch für eine Paar Socke für meine große 36. Aber bis jetzt bin ich nicht so weit, diese Sockenwolle zu stricken. Okay, dann fangen wir an. Die Hosen wurden von unten nach oben in den Rundstrick gemacht. Der erste Hosebein habe ich fast am Stück gestrickt. Wir haben nach Magdeburg gefahren zu Workshop, habe ich erzählt, und ich habe im Auto Zeit nach Hin- und Rückfahrt und fast eine Hosenbein habe ich fertig gestellt. Den Muster, wenn man sieht, von einem Hosebein zu anderen Hosebein ist unterschiedlich. In dem ersten, da wurde es den Muster sowas in Streifen, sowas gesammelt, dass gibt es ein Teil, wo es dunkel ist und hier ist heller. Auf der Nummer 2, dieser Teil ist nicht zu sehen. Ja, dieser Teil ist nicht zu sehen. Hier ist einfach Streifenmuster und die geben ein bisschen 3D-Effekt. Auf den Bündchen. Hier habe ich Elastan verwendet
Und die Bündchen habe ich einfach mit den Kunststricknadeln gemacht und wurde mir immer gestört, dass diese Elastan an den Seilen hängen lässt, und danach musste ich immer irgendwie erraten, wo diese Elastanmaschen ist und zu welcher Masche gehört die. Ja, ob das die folgende Masche muss ich zusammenstricken, diese Masche, oder da ist irgendwie durcheinander. Und bei Nummer 2 habe ich mir gedacht, ich nehme einfach nee, nicht Rundstricknadel, ich nehme einfach Nadelspiel aus Metall und die Nummer 2 ist wirklich mit Elastan auf Metallnadel besser zu stricken. Die rutschen besser und die hängen nicht an der Seile. Aber meine erste Fehler war bei Nummer 2. Ne, mein zweiter Fehler, ja. Meine erste Fehler war, dass bei erster Hosebein habe ich schon gesagt, das habe ich den Faden von innerer der Knolle genommen. Und zuerst war alles gut. Und danach bei der Mitte oder zu Ende der Knolle, der Faden wurde sehr oft verknotet. Und wurde mir auch so gestört, weil ich musste immer das auslösen, diese Knoten. Und deswegen habe ich gedacht, warum ist denn Muster anderes geworden? Ja? Ich nehme ganz normal von außen, dass der Faden nachher nicht knotet. Das ist der erste Fehler. Wenn ich den zweiten. Also, wenn es den zweiten Hose stricke, da werde es für mich quasi als Erfahrung beibehalten, und nächstes Mal werde ich von Anfang an diese ganzen Fehler diese ganzen Fälle schon merken. Genau, das ist der erste, sage ich nicht Fehler, aber das ist da Anmerkungen in Erfahrung. Das ist der erste, dass ich zwei verschiedene Anfänge gemacht habe. Das ist da hier schon sieht. Dann Nummer 2, den Bündchen auf Nummer 1 Hosebein habe ich mit Rundstricknadel gemacht und hier mit dem Nadelspiel. Und ich habe diese Nadelspiel nicht gemessen. Ja, ich habe gedacht, okay, hier ist 2,5 und bei Nadelspiel wurde auch 2,5 angesagt. Dann nehme ich, und ich habe die beiden nicht verglichen, nicht gemessen. Und als ich das gestrickt habe, dann habe ich festgestellt, die sind ein bisschen fester als Nummer 1, und dachte ich, vielleicht ist bei mir den Maschenprobe geändert ist. Aber ich zeige euch, dass da was
die ist Nummer 1 und die ist Nummer 2. Und wenn es das alles zusammen, dann sieht, dass Nummer 1 größer ist. Aber ich habe das zu spät festgestellt und habe ich gedacht, dass es da eh für zu Hause und dass es da erste Hose, die muss so sein. Wenn ich die Nummer 1 ein bisschen so ziehe, das ist schon gleich, aber wenn ich da lasse, da sieht man, dass hier ist nicht so fest wie hier. So, dann habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich ist bei mir die Maschenprobe geändert worden und habe ich irgendwie auf Nadelspiele feste zu stricken, aber dann dachte ich, okay, ich messe es. Die Nadel meine ich. Ja. Und die Nadel wurde auf 0,05 ist die Diameter weniger als den Rundnadel, obwohl die beiden wurde quasi von Hersteller gesagt, dass es da gleiche Größe. Und dann ist bei mir hier ist auch passiert, die Nummer 1 Hosenbein habe ich mit Holznadel von Knit Pro gestrickt und für dunkle Wolle ist ein bisschen anstrengend auf dunkle Holznadel zu stricken und dann habe ich einfach Metallnadel genommen von den No Name. Der Hersteller wieder hat gesagt, das ist die gleiche Nummer. In diesem Fall ist Nummer 3 gewesen, wie bei Holznadel, ja, mit Nummer 3. Und von Anfang sieht man auch, dass es da entweder hier fester, hier sieht man schon ganz deutlich, dass es da ganz anders, ja. Diese Nadel nach dem Messen ist auch mit dem Diameter weniger als die Holznadel. Deswegen ist für mich eine Anmerkung, wenn ich die Nadel wechsle, obwohl die Hersteller sagte, das ist da die gleiche Größe. Zuerst messe ich mit meinen Linealnadeln und wenn es das sagt, dass es da gleiche Größe ist, dann nehme ich und nicht einfach auf den Hersteller verlassen. Ja. Das habe ich von Anfang gemerkt, habe ich sowas gelassen und den Nadel habe ich wieder auf Holznadel gewechselt, ein bisschen hier geribbelt und dann habe ich wie gewöhnt den Hosenbein Nummer 2 angefangen zu stricken. Was war noch anders? Denn Hosenbein Nummer 1 habe ich in Magic Loop Methode gestrickt. Dass es da die längere Seile bei mir war, dass es da hier die Seile hängt, hier die Seile hängt und dann stricke ich. Und hier habe ich gedacht, wozu soll ich so längere Seile nehmen, dass ich diese Seile hier und hier hänge. Ich werde einfach ein bisschen kurze Seile zu nehmen. Das ist sowieso den Rundstrick. Und dann habe ich
so gemacht, dass bei mir war keine hängende Seile irgendwo und dann habe ich einfach rund gestrickt. Ja, verstehen Sie, was ich meine? Dass da ist, alle Maschen waren auf dem Seil, dann musste ich nicht irgendwo ziehen, habe ich einfach den Maschen geschoben, weiter gestrickt, den Maschen geschoben und die alle Maschen waren auf diese Seile. Und was ist dann im Weiteren? Dann nachher habe ich festgestrickt, dass bei dieser Methode, wann die alle Maschen auf der Seile sind und da strickt einfach ohne Ende und Anfang, die Wolle hat verdreht, ja. Die Qualität, die Strickqualität von mir wurde mir besser gefallen. Das ist alles hier glatt, ohne Verdrehungen. Und Nummer zwei, wenn ich quasi die Mitte zusammengestellt, da merkt man, dass die Wolle hier verdreht ist. Und nach dem Waschen, die ist ein bisschen besser geworden, aber man sieht ein bisschen trotzdem, dass es da verdreht ist. Deswegen ist der nächste für mich jetzt, das ist mit Magic Loop, ist bessere Methode, dass den Wolle bei den Rundstricken verdreht sie nicht. So, das ist mit dem Hosenbein. Wir sind fertig und dann musste ich von dann das alles zusammenstricken, ja, und nach oben gehen. Das war für mich die Frage und dann habe ich versucht, die Information zu finden, wie ist hinten da zu machen mit verkürzeren Reihen, weil das habe ich noch nicht gemacht, ja, aber ich habe da gelesen, da muss man ein bisschen mehr machen auf hinten. Das ist da, wann ist das zu sitzen, dass die Hose nicht nach unten da rutschen. Ich muss ein bisschen trinken, da ist viel zu erzählen. Okay, die habe ich auch überstanden. So, vorne habe ich ein bisschen Muster. Eine rechts, eine links gemacht und in diesem Muster habe ich auch die Maschen zugenommen. Und die Muster ist dafür, dass ich sofort weiß, wo es vorne ist. Und den Hintern habe ich verkürzte Reihen gemacht. Den Muster mit diesem Streifen ist ganz gut. Ja, das ist da, hier sieht man, das ist da verkürzt rein. Die hat gut da angepasst. Die verkürzten Reihen habe ich mit Doppelwändemasche gemacht und bei mir sieht man deutlich, wo diese verkürzten Reihen gemacht wurden, weil hier ist irgendwie die Löcher entstanden. Wenn ich die Socke stricke,
Und habe ich auch hier die verkürzten Reihen. Das sehe ich nicht, dass es da hier so Wahnsinn so, Löcher sind. Und bei den Hosen. Mir nee, gibt es schon. Hier gab es auch vor kurzem rein, aber die Wolle ist dick und das sieht man nicht. Ich habe gedacht, das liegt an den Wolle. Dass es die dünn ist und dass es da so große Strickstück, dass man sieht und vielleicht nächstes Mal probiere ich dann nicht den Doppelwendemasche zu machen, sondern andere Abketten oder noch was. Aber wenn man anzieht, das sieht man nicht, dass es da die Löcher sind. Gar nichts. So, das ist da meine verkürzten Reihen. Und danach kommt ein Gürtelbündchen. Ja, habe ich einfach nach oben eine rechts, eine links gestrickt und danach zusammengefaltet. Von zusammengefalten und von den diese Stricken den Maschen hoch gehoben hochgehoben. Ich muss nachschauen. Zugenommen. Genau. Die Maschen, nee, nicht zugenommen. Genau, hochgehoben. Die Maschen habe ich einfach von dem Teil hochgehoben und danach zwei Maschen zusammengestrickt und nachher aber musste ich sofort abketten, aber ich war so wahnsinnig gefreut, dass es da endlich fertig wird. Und das habe ich auch erst mal gemacht. Und dann habe ich zwei Maschen zusammengestrickt und ja klar, eine Masche wurde auf dem Nadel und dann in diese Inspiration habe ich weiter so gemacht und danach am Ende von letzter Masche in meinem Kopf sah, das sollte eigentlich keine Maschen sein, aber ich habe nicht abgekettet und die ganze Grundstricknadel da wurde mit den Maschen und ich dachte, ey, warum ist noch ganze Seile mit Maschen, die soll eigentlich schon alle weg sein. Und dann habe ich mir gedacht, ich werde nicht nochmal machen, weil das ist da zu anstrengend. Und dann habe ich einfach mit dem Häkel das alles abgekettet. Das sieht man hier. Das ist da. Das ist schon ein bisschen steif hier, wo ich mit dem Häkeln, mit dem Haken gemacht habe. Mit dem Haken alles abgeketet und sieht man hier, da wird schon ein bisschen steif, aber das stört nicht mehr. Das bringt noch Stabilität.
an den Strickstock und das gut. Für die Gurte habe ich nichts gemacht, habe ich bei mir in den Resten einfach dickere Wolle gefunden und ich denke, der ganz gut passt für eine Gurtel. Hier einfach Knoten gemacht und das war's. So, ich habe die schon getragen, aber jetzt ist in denen zu warm. Wenn es ein bisschen frischer wird, das ist dann ganz perfekt. Was wurde mir gewundert? Bei der ersten Waschen die Wolle hat sofort diese schöne Filzen, nee, Filzen. Bei der ersten Waschen die Wolle hat die schöne Flaum gegeben. Das hat mich wirklich gewundert. Bei den anderen Sockenwolle habe ich es nicht gesehen. Aber mal sehen, was es weiter wird, weil ich sehe schon, das ist hier Fusselti. Ja, wo man die Stelle hat, die aneinander kommt und die bei, keine Ahnung, eine Woche, ein paar ganze Tag getragen, die fuselt schon. Und was noch die letzte. Irgendwie, ich habe die falschen Rechnungen gemacht, obwohl habe ich mehrmals gemessen. Ich habe hier falsche Rechnung gemacht von unten nach oben und nach dem Rechnung ich musste sehr viel Maschen annehmen. Und ich habe ganz fleißig angenommen, hier von Anfang an habe ich probiert und dachte, nein, musste ich nicht so viel einnehmen. Aber danach kamen die Zweifel und habe ich gedacht, nee, musste ich doch so viel einnehmen, wie ich da gerechnet habe. Und da sieht hier, dass es da ganz von Anfang an an den Bein fester als nachher. Und von denen, das ist hier fester und hier locker, man sieht sowas an den Knie, das ist da Knie ein bisschen weiter und die Knie, die ziehen einfach und da kommt das zu diesem Effekt, dass ich diese Hose ohne Waschen sehr lange gezeigt getragen habe. Das ist da, diese Knien werden noch deutlicher zu sehen. Das ist die Wolle oder den Strickstück ist nicht gleichmäßig nach unten fällt, sondern das fällt vorne irgendwie mehr
Und da kommt das zu diesem Effekt, dass es da die Knien ist noch deutlicher zu sehen. Das gefällt mir nicht, aber das ist da eigentlich meine Fehler, weil von Anfang an die Rechnung wurde falsch. Nächstes Mal werde ich wahrscheinlich mehrmals die Rechnungen machen, aber das wird schon leichter, weil ich weiß schon, wie viel brauche ich. Ja, die Nummer 1 und die Nummer 2 wird immer besser. Aber jetzt wollte ich noch nicht so viel. Ich denke, ich habe schon den Sockenwolle für nächste Hosenprojekt, aber die ist noch dunkler. Da ist, sage ich, schwarze Wolle, auch in Reihen werdenden Muster gebildet. Das ist das Schwarze mit Blau. Ich erinnere mich noch nicht, habe ich schon länger gekauft. Habe ich gedacht, ich wollte von dieser Wolle Hose machen. Das ist schon mehr als 4 Monate her. Genau. Aber ich habe nur eine einzige Nadelnummer, Stärke Nummer 3. Und die ist Holznadel aus Dunkelholz. Und die schwarze Wolle aus Dunkelholz wollte ich nicht machen. Und ich wollte schon lange die Kubiknadel anzuprobieren, aber ich habe mir entschieden, die Kubiknadel von Firma Nitpro zu kaufen, nicht von Adi, weil alles habe ich von Nitpro. Und dachte ich mir, dass die Saale sollen die passen. Ich weiß nicht, ob die Saale von die Saale von Adi passen zu Nitpro. Nadel. Aber ich werde nicht riskieren, weil ich habe alle Nitpro-Nadel und Saale auch. Nächste Überlegung, das war, ob ich aus Metall oder aus Holz kaufe. Und als ich noch diese Frage mir gestellt habe, da war noch warm, haben wir alle toll geschwitzt und ich dachte, wäre aus Holz besser. Und jetzt ist kälter. Und nach dieser Erfahrung, dass auf Metallnadel die dunkle Wolle ist besser zu sehen, weil die Metall blitzt, ja. Und da kann man besser am Abend stricken, dann tendiere ich zu Metallnadel. Habe ich noch nicht bestellt, aber ich überlege mich noch. Ich recherchiere noch die Information und demnächst wahrscheinlich werde ich die Set von Kubik Nadel von Firma Nit zu kaufen und fange ich den neuen Projekt, die Hose Nummer 2. Die werden wahrscheinlich besser als die. Aber
freue ich mich trotzdem, habe ich mit ganzer Freude die getragen. Wenn es warm ist, das ist schon unangenehm, das kratzelt und kitzelt die Wolle. Aber wenn es das frisch ist, kühl ist, das ist das wirklich perfekt. Die Wolle ist leicht zu tragen. Man merkt nicht den Gewicht auf sich merkt man kein Gewicht auf sich. Und das ist wirklich angenehm. Nach diesem Strickstück dachte ich mir, dass ich zurzeit eher wahrscheinlich werde zu dünnerer Wolle für die Jacken tendieren, dass ich kein Gewicht auf mich merke. Aber das ist da andere Seite, die muss die Nadelstärke ganz dünn nehmen. Und das werden sehr lange Projekt sein. Ich meine, mit dem Zeit muss man viel Zeit investieren. Das ist nicht ratzack und fertiggestellt. Meine Mikro ist noch da. Gut, das war's, was ich heute euch erzählen wollte. Denke, dass es mir gelungen, euch ein Bild zu schaffen, wie